Yes, sir, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's, Waschkeks, für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich also wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich habe heute für euch mal wieder ein Fashion Pack Opening, denn ich habe mir eine Hose gekauft und was die Hose so besonders macht und warum ich sie euch gerne zeigen möchte, erfahrt ihr jetzt im Video. Ich würde sagen, let's go! Ja, Leute, man kennt ihn. Nachts im Bett, kann nicht schlafen, bester Begleiter, Instagram. Und da bin ich auf eine Hose gestoßen, Leute. Kein Spaß. Das ist, ey, wirklich, ich habe Fotos gesehen von dieser Hose und dachte mir so, ey, yo, Bashkeks, guck dir doch die Homepage nochmal ein bisschen genauer an. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann die Homepage flaneurhome.com besucht. Ich werde natürlich die ganze Homepage auch nochmal unten in meine Beschreibung verlinken und habe da so ein Model gesehen, die eine Jeanshose anhatte, aber was das für eine ist, das zeige ich euch jetzt, Leute. Hier haben wir den Karton, ganz clean gehalten. Ich habe die auch schon aufgemacht und habe die auch schon angehabt, und weil ich mir sehr, sehr unsicher war, und dann dachte ich mir, ne, nachdem ich die anhatte, die behältst du safe und dann machst du auch nochmal ein Unboxing-Video von. Ich wusste echt nicht, wie die kommt, und deswegen, Leute, es ist was ein bisschen anderes. Ich habe mich selber noch nicht rangetraut, aber ja, hier seht ihr das nochmal. Da habt ihr hier noch den Umschlag bzw. die Rechnung. Da ist Flaneurhome. Und hier haben wir das gute Stück. Leute, als erstes muss ich zum Packaging sagen, auf jeden Fall. Es ist sehr clean gehalten, also es ist jetzt irgendwie nichts Neues, nichts Weltbewegendes, sage ich mal. So, dann packen wir die gute Hose nochmal aus. Damn, bam. Ja, Leute, hier haben wir eine auf den ersten Blick All Black Everything Jeanshose. Aber falls man das jetzt schon irgendwie so ein bisschen erkennen kann, Leute, guckt mal da so ein bisschen ins Licht, seht ihr, dass die gewachste ist, Leute. Die ist gewachst. Das ist eine gewachste Jeanshose. Ich hatte mal früher eine gewachste Jeanshose, die ist dann in die Jahre gekommen, die ist dann irgendwann auch kaputt gegangen und dann hatte ich keine gewachste Jeanshose mehr. Und eine gewachste Jeanshose, die ist auffällig, weil wenn das Licht so drauf scheint und sowas, dann kommt die immer so fresh, kommt die auf jeden Fall. Und ich mag, also ich mag gewachste Hosen. Und das ist das erste Highlight, was mir halt sehr gefallen hat. Die fühlt sich auch richtig krass an. So, wenn du sitzt und gehst da so rüber, fühlt sich halt so gewachst an. Finde ich richtig, richtig, richtig gut, diese Jeanshose. Das andere Highlight, Leute, ist, sie hat Schlag. Es ist eine Schlaghose, Leute. We are back in the 70s, Leute. Wir sind in den 70ern angekommen. Sie hat eine Schlaghose. Ey, wir schreiben das Jahr 2021 und Waschkeks kauft sich eine Schlaghose. Leute, was ist da los? Ich habe mir tatsächlich eine Schlaghose gekauft. Und das ist halt auch der Grund, was diese Jeanshose so besonders macht. Aber, Leute, kein Spaß. Ihr seht, wie man die mit Dunks kombinieren kann. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das kommt auf jeden Fall mega brutal. Guckt euch das mal bitte an, Leute. Ey, aus und vorbei, oder nicht? Also, ihr könnt mir gerne auf jeden Fall mal eure Kommentare, eure Meinung in die Kommentare schreiben und mir sagen, was ihr davon haltet. Aber ich finde auf jeden Fall, diese Jeanshose zu Dunks kommt mega brutal. Ich werde am Ende des Videos euch dann auch nochmal zeigen, wie ich die halt so komplett kombiniere, und werde euch alles nochmal in der Videobeschreibung unten verlinken. Da habt ihr dann nochmal den ganzen Stuff und könnt die Jungs da gerne mal bei flaneurhome.com abchecken. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Leute, die sitzt true to size, die Hose. Ich bin 1,90 Meter roundabout groß. Und ja, die sitzt true to size. Ich habe die in 36 genommen. Ich war erst ein bisschen unsicher, ob ich 34 nehmen sollte, aber die sitzt echt ziemlich eng, und deswegen seht ihr ja, auf der, mit der Größe 36 konnte ich halt nichts falsch machen. Ist eigentlich auch so meine Größe, ne? Also wenn ich es richtig skinny haben würden, wenn ich es gerne richtig skinny haben hätte wollen würden, dann hätte ich mir eine 34 genommen. Deswegen bin ich schon gut, weil die auch echt gut mitgeht, dass ich mir eine 36 genommen habe. Schreibt mir mal bitte auf jeden Fall in die Kommentare, Leute, ob es zu weit geht, ob Schlaghose, ob man das machen kann oder nicht. Ey, Leute, ich hatte schon so lange mal Bock auf was anderes. Ich trage echt oft Skinny Jeans, ihr wisst. Und ich trage überwiegend auch nur Amiri Jeanshosen. Jeder, der eine Amiri Jeanshose hat, der weiß, dass die brutal sitzen. Die fitten echt nach 10.000 Mal waschen immer noch wie aus dem Store direkt geholt. Problem ist halt einfach nur bei Amiri Jeanshosen der Preis. Ihr wisst Bescheid. Und das hier, also beziehungsweise diese Jeanshose, ist
also ich finde, sie ist jetzt nicht teuer gewesen für die Qualität und hat sie mit Versand irgendwie alles drum und dran, glaube ich, 185 Euro gekostet. Und ich kann da auf jeden Fall nicht meckern und freue mich auf jeden Fall. So, wenn man überlegt, mit einer Amiri-Jeanshose ist man gleich mal mit einem Tausender dabei oder manchmal auch mehr. Und deswegen würde ich sagen, ja, ist das hier auf jeden Fall ein krasses Piece, was ich mir dazugelegt habe. Ich werde versuchen, auch nochmal, wenn ich Zeit habe, Leute, auf Instagram, könnt ihr mich auch abchecken, ein cooles Foto damit zu machen und dann mal irgendwie mal wieder was posten. Mal gucken, Leute. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Hose cool findet, ob ihr euch das gut vorstellen könnt, ob ihr selber Schlaghosen tragt, wo geht der Trend hin, woher fängt er an, wo hört er auf. Schreibt mir alles in die Kommentare, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier alle am Start seid. Doch ich würde sagen, stay tuned, bleibt und fliegt, passt auf euch auf, haut rein, euer Waschkeks. Peace.